mal hier Festzahl zusammenkommen. Wer ist hier zum ersten Mal? Doch, ein paar. Also herzlich willkommen. Ihr seht da diese schönen Teppiche. Nicht bitte nach heiligen Geschichten oder Bibelgeschichten suchen. Die sind aus einer anderen Welt. Die sind kommen aus eigentlich dem, sind aus der Mongolen-Geschichte, der Mongolen-Herrscher. Wie bitte? Ja, genau, richtig. Die haben ja hier schon öfter angeklopft. Und deswegen, also wir spüren, wie wichtig das Apostolat ist und wollen das verbessern. Und das ist sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich vermute, die Legionäre, die zu so einem Schulungstag ja ganz freiwillig kommen, außer den Amtsträger, die müssen, aber die Senatusamtsträger meine ich, die haben eh die gute Haltung, möchten gerne wachsen. Und es ist nicht so, dass ich Ihnen oder euch das jetzt erkläre, sondern wichtig wird der Austausch nachher sein. Gebt nur ein paar Gedankenanstöße, denn wir können ja viel von den guten Erfahrungen voneinander lernen. Was uns auffällt, gerade wenn man den freudenreichen Rosenkranz betet, ist, und das ist für das Apostolat grundlegend, ist die Frage nach dem Willen Gottes. Das ist, damit beginnt immer alles, weil unser Apostolat ja nicht von uns ausgeht, sondern es ist Gott, der alles in allen wirkt. Nur Gott kann Gnade schenken den Menschen, denen wir begegnen. Und auch was immer wir unternehmen, wenn es nicht vom Heiligen Geist kommt, ist so und so zum Scheitern verurteilt. Also es geht um eine große Bereitschaft, die Mutter Gottes zu hören und den Willen Gottes zu verstehen. Das klingt so selbstverständlich, aber genau das meint man eben mit Routine, dass man das überspringt. Wir machen die Dinge, weil wir es eben immer so gemacht haben. Und die Frage, aber ist es das, was Gott wünscht? Diese Frage muss man immer wieder stellen. Und auch so wie die Mutter Gottes, die, wenn sie den Engel fragt, ja, aber wie soll das geschehen, ja nicht einen Zweifel zum Ausdruck bringt, sondern sie erkennt, was der Plan Gottes ist. Sie möchte wissen, was von ihr erwartet wird. Was soll sie tun? Dann kommt die schöne Verheißung, der Heilige Geist wird über dich kommen. So ähnlich ist es, wie Jesus den Aposteln den Auftrag gibt, die ganze Welt zu missionieren. Da hören wir zwar nicht, dass die Frage gestellt ist, wie soll das geschehen, aber natürlich war das in den Köpfen. Vielleicht haben sie es auch ausgesprochen. Jesus sagt, wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Also noch einmal diese Betonung, nur durch den Heiligen Geist können wir mitarbeiten mit Gott. Und dann können wir auch sehen bei der Mutter Gottes, ganz grundsätzlich, damit man mit Gott mitarbeiten kann, ist erstens Hingabe, Bereitschaft. Die Mutter Gottes geht zu Elisabeth, sie nimmt diesen Hinweis des Engels an, der sagt, deine Verwandte, die als unfruchtbar galt, ist schon im sechsten Monat, um dorthin zu eilen. Sie weiß nicht genau, warum Gott ihr das, diesen Hinweis gibt, aber sie geht hin in dieser Haltung, im Dienen, irgendwie etwas Gutes dort für die Elisabeth zu tun und darf dann voll Überraschung feststellen, dass durch ihren Besuch Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das ist ein sehr wichtiges Element, gerade bei den Apostolaten, die wir wiederholt machen, ist die Frage, tun wir sie mit Hingabe, so dass Gott etwas daraus machen kann, was über unsere Erwartungen hinausgeht. Ohne Hingabe ist das nicht möglich. Und noch etwas anderes lernen wir aus dem freudenreichen Rosenkranz, nämlich dass die zum Beispiel beim Geheimnis Jesus, den du Jungfrau zu Bethlehem geboren hast, die Mutter Gottes musste sich in gewisser Weise ausliefern. Es kommt also diese
diese Idee im heiligen Josef, obwohl sie hochschwanger ist, eine anstrengende Reise nach Bethlehem anzutreten, mit ungewissem Ausgang, so war es dann auch, mit einer Geburt im Stall. Und das ist ein gutes Bild für die apostolische Haltung. Wir müssen verfügbar sein. Wir wollen immer so gern alles berechnen und alles abstecken. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele sich denken, ich sollte auf den PC fahren und es nicht tun, weil BPC ist ein Abenteuer. Ich weiß nicht genau, was wird mich da erwarten, was für eine Unterkunft hat der Bruder Führer da für uns organisiert, werden wir dann in den Schweinestall liegen oder wie wird das sein, und dann vielleicht die Sprache und die anderen, ich kenne ja gar nicht die Leute, die da mitfahren. Also es ist viel Ungewisses und das hält uns oft ab. Wer weiß, wie das alles wird. Aber so kann man nicht Werkzeug Gottes sein. Du musst einfach dich trauen. Denn was passiert? Die Mutter Gottes sagt, okay, es wird mühsam und der Stall, sie nimmt das alles an und schon wird evangelisiert. Die Hirten und die Sterndeuter. Und wenn der Josef nicht in Bethlehem gewesen wäre mit seiner Frau und seinem Kind, hätten ihn die Sterndeuter nie gefunden. Er musste dorthin gehen. So ähnlich also, wenn wir mit Gott mitarbeiten, ist also zu dieser Hingabebereitschaft gehört auch diese Verfügbarkeit, dieser Mut, sich in etwas Ungewisses hineinzubegeben. Weil, genau das ist der Grund, wir setzen zu viele Grenzen, oft sagen, okay, so stelle ich mir das vor, dazu bin ich bereit, denken wir uns, wir werden auf einen Legionsgang geschickt und haben uns vorgenommen 2 Stunden und jetzt begegnet uns dort ein Mensch und wir merken, ja, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue und sage, ja, aber in 8 Minuten ist leider meine Regionszeit zu Ende, ich muss dann wieder nach Haus. Manche von Ihnen lachen, aber ich halte das nicht für undenkbar, dass das tief in uns drin ist und man sich denkt, ja, wir werden sie wieder mal besuchen. Aber so wie ich denke, uns wurde als Junglegionäre die Geschichte von der Ellie Quinn erzählt, dass sie da einmal zu irgendeiner alten Dame geschickt wurde. Und dann hat sie festgestellt, ja, die ist sehr niedergeschlagen und ein bisschen verwahrlost. Und dann hat sie einfach beschlossen, so, wir fahren jetzt zum Friseur mit der und dieses und jenes. Das war natürlich alles nicht so geplant, aber es war Ausdruck ihrer Hingabe und ihrer Verfügbarkeit. Gut, das so einmal, als ohne diese Grundhaltung können wir nicht mit Gott richtig mitarbeiten. Also jeder von uns darf sich fragen, meine inneren Grenzen, wo kann ich sie ein wenig erweitern, um verfügbarer zu sein? Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke zu unserem Thema ist, wenn wir unser Legionsapostolat upgraden wollen, wie man so schön auf Englisch sagt, also eine Stufe höher führen wollen, müssen wir zuerst einmal prüfen, ob beim untersten Stufe unser Legionsapostolat allen Kennzeichen des wahren Legionsapostolates entspricht. Ich wurde gebeten, einen Artikel drüber zu schreiben in der Regina. Ich weiß nicht, vielleicht ist die schon draußen, die neue Regina. Das kommt. Sehr gut. Na dann wunderbar. Ich habe im Handbuch rauf und runter gepflügt, was sind die 7 Kennzeichen des wahren Legionsapostolates. Bitte schön. 7 Kennzeichen, damit Apostolat der Legion, Legionsapostolat ist laut Handbuch. Wer traut sich? Fangt zum leichtesten an. Das Thema haben wir die ganze Zeit jetzt getrommelt. Arbeit zu zweit. Also, danke, Schwester Joachima. Gott sei Dank, Sie sind aus dem Schneider. Arbeit zu zweit. Sehr gut. Mir fällt noch etwas ein, damit ein Apostolat, das wir tun, Legionsapostolat ist. Bitte, Schwester Rita. Ganz wichtig, das Apostolat geht aus als Akt des Gehorsams vom Präsidium. Ganz entscheidend. Wunderbar. Sehr gut. Wesentliche Arbeit. Danke, Schwester Elisabeth. Wesentliche Arbeit. Was ist damit gemeint? Also zum einen sagt uns das Handbuch, dass geistliche Übungen Apostolat nicht ersetzen können, so wichtig sie sind.
Es muss also eine wirklich aktive Arbeit sein und wesentlich, sie darf auch nicht irgendetwas sein, was den Legionär unterfordert. Also sie darf nicht zum Beispiel weniger als 2 Stunden dauern. Es gibt so ein Minimum für das Legionsapostolat. Bitte, Schwester Wittrud. Im Geist des Glaubens. Sehr schön. Also es steht, das ist ganz richtig, es steht jetzt nicht so ausdrücklich unter diesem Kennzeichen, aber es ist völlig richtig, denn das Handbuch sagt, wir müssen dem Apostolat die Regel des Gebetes anlegen, und das hat die Schwester Wittrud gemeint. Also es muss in einem übernatürlichen Geist geschehen. Sehr gut. Wer traut sich noch? Bitte, da hinten, liebe Schwester Waltraud. Ihre Traut. Ihre Traut. Macht nichts. Aber eine Traut auf jeden Fall. Also, das ist gemeint mit dem als Akt des Gehorsams vom Präsidium. Das ist natürlich, Sie haben völlig recht, man geht davon aus natürlich, dass diese Arbeiten mit den zuständigen Geistlichen abgestimmt sind. Das ist so ein Unterpunkt von, aber es ist natürlich auch wichtig. Wir haben das Problem, dass wir Ideen haben, aber dann halt unsere Ideen verwirklicht, wenn der Geistige leider nicht da war. Und manches kommt dann nicht gut an. Vielleicht kann man das dann nachher noch besprechen. Ja. Auch ein guter Punkt. Ja. Das ist für manche Präsidien eine Herausforderung. Noch jemand? Eine etwas sehr Offensichtliches. Ich meine, bitte schön, liebe Schwester. Dass man mit Liebe macht, dass man nicht gezwungen ist, Apostolat zu machen. Einfach mit Gottes Liebe. Also, das ist vollkommen richtig, aber ohne dem wäre es überhaupt kein Apostolat. Deswegen, es geht nämlich jetzt um die Kennzeichen des Legionsapostolates. Also, aber Sie haben völlig recht. Natürlich, wenn es ohne Liebe ist, ist es ja ganz furchtbar. Genau, dann Liebe, zuerst die, ja. Wie bitte? Schwester Roswitha. Im Dienst der Mutter Gottes? Ganz genau. Das Handbuch sagt, das Legionsapostolat muss in Vereinigung mit Maria geschehen. Und mit dem Ziel, das ist Legionsapostolat, immer darauf aus zu sein, die Vereinigung der Menschen mit der Mutter Gottes zu fördern. Das ist ein Grundzug des Legionsapostolates. Wir wollen die Beziehung zwischen den Menschen zur Mutter Gottes herstellen, weil wir wissen, dass durch die Mutter Gottes die Seelen zu Gott geführt werden. Das ist ein Kennzeichen des Legionsapostolates. Die anderen machen das vielleicht nicht, aber ein Legionärapostolat muss das immer im Auge haben, den Menschen die Mutter Gottes näher bringen. Der Bruder Leo wird aufgezeigt. Ah, das war die Roswitha, auf die du hingewiesen hast. Nein, gibt das gleich. Du wolltest das gleiche sagen? Danke. Schwester Kalic habe ich noch hingewiesen. Die Verschwiegenheit. Also, das bezieht sich eigentlich aufs Treffen. Ich meine, gilt dann natürlich auch bei den Dingen, die man, es heißt, die man bei der Arbeit oder beim Treffen erfährt. Das ist ganz richtig. Zählt aber jetzt nicht zu diesen 7 Kennzeichen. Noch einmal, Schwester Hildraut. Also ich halte es für ganz wesentlich, dass sich die 2 eins sind. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ist eine Grundvoraussetzung, wenn man zu zweit geht. Sonst geht man wirklich lieber allein, bevor man sich da schlägt. Aber dann ist es halt nicht unser Postulat. Schwester Rita. In jedem Menschen Christus sehen. Also, das Interessante ist, das sagt uns ja die regelmäßige Unterweisung, dass das wirklich grundsätzlich fürs Legionsapostolat ist. Ganz richtig. Nur könnte man natürlich sagen, dass das wahrscheinlich bei jedem, der Apostolat macht, eine Aufgabe ist. Also der Legionär hoffentlich in dieser Haltung lebt. Also ich sage es, es sind noch 2 Dinge, die das Handbuch im Kapitel über die Arbeiten und die Grundpflicht, bitte Schwester Anna, noch eine Idee. Das Planen ist das muss planen. Also, das wird ein bisschen auch das Thema sein, was wir dann noch weiter besprechen. Es stimmt, aber es ist interessant, das Handbuch nennt noch 2 Dinge. Erstens,
Das Apostolat muss im Geist der Kampfbereitschaft. Und zwar nämlich wirklich in diesem Bewusstsein, wir sind in einem geistlichen Krieg. Und wir gehen nicht hin, um irgendwie belanglos, sondern erinnern Sie sich, in den Anweisungen für die Junglegionäre steht im Handbuch dieser Satz, wenn den Junglegionären als Aufgabe gegeben wird, die wunderbare Medaille zu verteilen, muss man ihnen dazu sagen, sie sollen sie so verschenken, dass die größtmögliche Wirkung dadurch erreicht wird. Sprich, wo dem Satan der größtmögliche Schaden zugeht. Also wenn der Junglegionäre seiner frommen Großmutter, die seit 8 Jahren täglich den Rosenkranz betet, damit er mal in die Legion kommt, er wird die wunderbare Medaille geschenkt, ist es für ihn natürlich ein ganz guter Schritt. Aber wenn er diese Medaille seinem Lehrer schenkt, der dauernd über die Kirche schimpft, Schule, ist es natürlich eine größere Wirkung. Das Kampfbereitschaft. Wir wollen in unserem Apostolat als Legionäre, wir sind, das ist ein Kampf. Apostolat ist für uns Krieg. Sogar wenn wir einen Hilfslegionär besuchen. Nur müssen wir uns gut überlegen, worum kämpfe ich da? Dass ich es schaffe, statt 2 ein Stück von der Torte zu essen? Ist das mein Krieg? Was ist mein Krieg? Das ist ganz wichtig, weil sonst brauchen wir nämlich gar nicht über das Upgrade reden. Das muss die Grundhaltung sein. Und dann natürlich noch, sagt das Handbuch, die Arbeit soll dem Kreuz gleichen. Sie darf ruhig den Charakter der Mühsal, des Opfers und der Überwindung beinhalten. Also Apostolate, die keine Mühe machen und kein Opfer beinhalten, sind eigentlich keine Legionsapostolate. Das kann natürlich sein, dass das Haus keinen Aufzug hat, man die Stiegen gehen muss, oder dass es einem gerade nicht so gut geht, oder die unangenehmen Ablehnungen, oder jemanden zuhören zu müssen, der 1,5 Stunden durchredet, gibt so, oder der Legionär, mit dem man eingeteilt wird, den man einfach nicht aushält. Stellen Sie sich vor, Sie kennen sicher jemanden in der Legion, mit dem Sie sich schwer tun, und Sie müssten jetzt ein Jahr lang immer mit dem Apostolat machen, dann würde man sagen, das kommt nicht in Frage, da gehe ich weg von der Region. Womöglich würde manche das sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber, naja, aber dann hast du wenigstens dieses Kennzeichen, es ist ein Opfer. Also das sind so 7 Kennzeichen im Handbuch über wahres Legionsapostolat. Gut, wie bitte? Dann sind wir schon heilig, wenn wir das schaffen. Immer mit dem Gleichen. Achso, ja, gut. Es gibt ja auch andere Opfer. Muss nicht immer das gleiche Opfer sein. Gut, das war so der zweite Gedanke. Und jetzt zur Frage raus aus der Routine. Also nehmen wir an, da ist also wirklich, da sind Legionäre, da kommt der Auftrag vom Präsidium, sie gehen zu 2. Sie machen ein aktives Apostolat von 2 Stunden. Sie versuchen, die Mutter Gottes zu den Menschen zu bringen. Sie tun es im Geist des Glaubens. Sie wissen, ich kann das nur mit der Gnade machen. Sie sind bereit, ein Opfer im Apostolat zu bringen und sind bereit zu kämpfen, etwas wirklich zu erreichen für Gott. So, angenommen, so wird das Apostolat gemacht. Wenn das nämlich noch nicht so gemacht wird, dann ist es ein schönes Ziel, sich um diese Kennzeichen zu bemühen. Wir brauchen nie etwas zu überspringen. Wir haben viele Lehrer unter uns sitzen, die wissen auch, dass man in der 1. Klasse nicht den Stoff von der 8. durchnimmt, sondern eben den Stoff von der 1. Also so ist es auch bei uns. Wir können nur Schritt für Schritt wachsen. Aber stellen wir uns einmal vor, ein Präsidium macht so, und ich kenne genug Legionäre, die sich versuchen, an diese Regeln zu halten. Wie können wir jetzt das Apostolat doch noch, worauf können wir achten, um es zu verbessern? Nun, es ist interessant, das Handbuch nennt uns ausdrücklich bestimmte Ziele, auf die wir hinarbeiten sollen. Und die sind eine große Hilfe, weil sie uns nämlich, ja, es stimmt schon, da ist jemand vielleicht in der 1. Klasse und das Ziel ist Inhalt der 8. Klasse. Aber damit das Apostolat ein gutes Apostolat ist, ist es wichtig, das Ziel
im Auge zu behalten und dann sich zu überlegen, welche Schritte führen mich dorthin. Das ist oft das Problem, dass wir diese Ziele nicht sehen wollen, weil es stimmt natürlich, wenn ich in der ersten Klasse bin, ich will mich nicht mit der achten Klasse beschäftigen, aber der Lehrer oder der Unterrichtsminister, die müssen schon wissen, wo du in der 8. Klasse angekommen sein sollst, weil danach wird der Lehrplan von der 1. Klasse und von der 2. und der 3. gemacht, oder? Also der Unterrichtsminister muss es schon wissen. Und in dem Fall sind wir so ein bisschen die Unterrichtsminister des Apostolates. Also, was sind die großen Ziele? Was ist das Endziel des Legionsapostolates? Wann ist sozusagen ein Legionsapostolat wirklich ans Ziel gekommen und die Betreuung des Betreuten in gewisser Weise zu seinem Höhepunkt gelangt? Schwester Amon? Wenn er selber legendär wird. Also, das ist eigentlich sehr schön, darauf komme ich noch ein. Das ist ein sehr wichtiges Ziel. Also, das Handbuch sagt, das Ziel, das große Ziel, worauf alles hinaufläuft, ist in den Herzen des Betreuten das eucharistische Reich aufzurichten. Ich weiß, dass viele das nicht gewusst haben. Also, und wenn wir Apostolat machen, ob das der Mensch ist, der noch Atheist ist und dem wir die wunderbare Medaille schenken, oder die Hilfslegionärin, die wir besuchen, das Ziel ist, dass alle Menschen dorthin kommen, ganz ihr Leben, ganz in der heiligen Eucharistie zu verankern. Und dann schauen wir uns an, was sind da die Hindernisse vielleicht? Vielleicht ist es Unwissen über die Wichtigkeit der heiligen Eucharistie. Das wird sehr oft der Fall sein. Vielleicht ist ein Hindernis, dass jemand in einem ungeordneten Stand lebt und auf diese Weise noch nicht die heilige Eucharistie empfangen kann. Vielleicht müssen wir dahin arbeiten. Vielleicht ist es, dass der Ups ist noch gar nicht getauft, aber wenn er taufen kann, auch zur heiligen Kommunion gehen und so weiter. Also, wenn ich das Ziel sehe, kann ich auch die Schritte dorthin erkennen. Und das ist, finde ich, das allererste, vielleicht ist das auch das mühevollste für uns. Und das hat ja eine liebe Legionärin vorher gesagt, das planmäßige Vorgehen, worauf wir jetzt uns beziehen. Das ist klar, mein Apostolat wird umso besser, je planmäßiger es ist. Ich kann mich erinnern, im Buch von Father Bradshaw, glaube ich, in einem Buch mit, da gibt es glaube ich so Briefe von Father Bradshaw, irgendwo habe ich gelesen bei ihm, dass er hatte 8 Präsidien und zum Beispiel Betreuung der Hilfslegionäre. Dann wurde ein Plan gemacht, die Hilfslegionäre werden 4-mal im Jahr besucht. Was ist das Thema beim ersten Besuch? Was ist das Thema beim zweiten Besuch? Was ist das Thema beim dritten? Was beim vierten? Damit die wirklich weitergeführt werden. Erinnere ich mich, also beim ersten Besuch sollen die über die Edel Mary Queen erzählen. Dass diese Hilfslegionäre einmal so ein bisschen eine Begeisterung bekommen, was da alles durch Gott, durch einen Menschen macht. Dann sollen sie beim zweiten Mal von der BBC erzählen. Dass man da rausgeht, woanders hingeht, dass das alle Legionäre machen können. Und so Schritt für Schritt ihnen ihren Horizont erweitern, ihren apostolischen Eifer, natürlich mit dem Ziel, dass sie mehr beten, mehr opfern. Zum Beispiel. Also planmäßiges Vorgehen. Genauso wie das eucharistische Reich in den Herzen der Menschen aufrichten, ist es natürlich ein Ziel. Und dann sehen wir eigentlich immer, es gibt für jeden die Möglichkeit zu wachsen, die Berufung zur Heiligkeit. Das ist, wir betreuen die liebe Hilfslegionärin X, die, was jetzt ihr geistliches Leben betrifft, es schon sehr gut ist. Geht nicht darum, dass jetzt noch irgendwas zusätzlich betet, nicht? Die ist vielleicht Adjutorin, die geht vielleicht eh jeden Tag in die Messe, wenn es halt eine Messe gibt, betet den Rosenkranz, betet das Schundenbuch und jetzt, dann gehen wir noch die Novene zum Heiligen Sohn. Nein. Aber sie ist zur Heiligkeit berufen. Vielleicht bringen wir das Büchlein, können wir Heilige sein. Vielleicht hilft ihr das. Oder, ja. Also,
ist das Zweite. Berufen zur Heiligkeit. Und das Dritte, das hat die Schwester Amon gesagt, natürlich ist es, man kann nicht heilig werden, wenn man nicht an der Sendung der Kirche teilnimmt. Es ist wirklich wahr, dass es ein echtes Ziel ist, aus einem Betreuten einen Legionär zu machen. Ob aktiv oder betend. Wir wollen jetzt nicht behaupten, alle Katholiken haben die Berufung zur Legion Maria, damit das nicht falsch verstehen. Aber es macht uns bewusst, also ja, irgendwie das Apostolat muss in seinem Leben eine ganz wichtige Dimension werden. Sonst ist er nicht am Ziel angekommen. Und das betrifft natürlich wahrscheinlich die praktizierenden Katholiken, mit denen wir schon zu tun haben, dieses Ziel. Aber wir sehen so, es geht immer darum, Ziele, die eigentlichen Ziele zu sehen und dann die Schritte dorthin. Noch ein letztes abschließendes Beispiel, wie der Frank Duff damals zufällig bei einer Tür-zu-Tür-Besuch-Aktion bei der Pfarrmission in diesem Logierhaus für Straßenmädchen gelandet ist, merkt man, da war genau dieser Gedanke. Was ist eigentlich das Ziel für die? Der Ausstieg aus diesem Leben, Umkehr und dass man sie auf den Weg bringt, die Sakramente zu empfangen und nach Heiligkeit zu streben. Und dann haben die überlegt, und das war natürlich das Tolle, Mutige und diese große Gnade, ja, was ist der nächste Schritt? Exerzitien. Gut, das war vom Heiligen Geist eingegeben und es war vielleicht das Setting auch wirklich so, dass man das dass das für die Mädchen wirklich, wahrscheinlich wirklich ein schöner Gedanke war, einmal ein Wochenende nicht in diesem Elend zu leben und über tiefere Dinge nachzudenken und ja, sicher irgendwo ihre tief katholischen Wurzeln, diese Mädel, die sie halt verloren haben. Aber sie haben also erkannt, das könnte funktionieren. Und dann haben sie einen Bus voller Straßenmädchen in dieses Kloster und die sind, glaube ich, fast alle nicht mehr zurück. Und dadurch entstand dann das Heim für die Straßenmädchen und so weiter und so weiter. Also, das ist eben